Guten Morgen, wir sind heute schon relativ früh aufgestanden, weil wir sind jetzt auf die Seiser Alm gefahren. In den Dolomiten ist das hier. Und der Grund, warum man so früh aufstehen musste, man kann mit dem Auto nur in einer bestimmten Zeit hochfahren, nämlich zwischen 9 und 17 Uhr. Und wir hatten noch knapp anderthalb Stunden Anfahrtsweg bis hierhin. Und deswegen sind wir heute Morgen schon relativ früh raus. Und jetzt sind wir da, haben es hochgeschafft, auch rechtzeitig. Und ja, jetzt schauen wir uns mal das Gebiet hier oben an. Ist ja relativ bekannt, ne? Das ist halt so ein relativ großes Hochplateau, ne? Wo man halt einen Blick auf diese Dolomiten hat. Und diese ganz berühmte Gipfelkette, die ist heute zwar ein bisschen in Wolken. Wir gucken mal, wie sich das im Laufe des Tages entwickelt, ne? Und dann schauen wir einfach mal, was es denn hier noch so gibt und zu sehen gibt. Dann halten wir uns euch auf dem Laufenden. Und es gibt natürlich wie immer B-Rolls. Bis gleich. Wir haben uns jetzt kurz für Mittag so einen relativ ruhigen Spot hier oben in den Wiesen von der Seiser Alm rausgesucht. Man sieht es hier hinten so, die Dolomiten, sieht richtig hammer aus. Und wir chillen jetzt hier, super Wetter. Und ja, hier lässt sich es aushalten. Jetzt gleich gehen wir ein bisschen weiter hier durch dieses Hochplateau. Und mal gucken, ob wir vielleicht mal in der Alm irgendwie einen coolen Almblutler trinken oder sowas. Und seid gespannt. So, wir sind jetzt gerade hier oben auf der Seiser Alm, kommt zurück. Hier ist jetzt eine richtig schöne sommerliche Regenschauer reingekommen. Ich bin im T-Shirt, es ist Sommer, es ist praktisch wie Schwimmen, nur ohne Badehose. Und ja, man sieht jetzt in dem Tal so über die Wolken und mega witzig, weil jetzt hat man vielleicht mal hier so den klassischen Nature-Adventure-Style. Julia ist schon im Regencape. Und Leo ist der kleine begossene Pudel und mehr News gibt's später. Wir sind jetzt an unserem heutigen Spot angekommen in Italien, Norditalien, eine Stunde vom Gardasee entfernt. Und hier bleiben wir jetzt die Nacht. Wir haben hier so einen öffentlichen Parkplatz, der direkt am See ist. Und mehr News gibt's morgen. Folgt uns auf YouTube und Instagram. Bis dahin.